Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Baldur's Gate 3, es ist wirklich passiert. Wir haben jetzt den, wie war's? Klinge der Grenzen oder, ich habe den Namen nicht gemerkt. Auf jeden Fall, den Typ ist, er ist jetzt in unserer Gruppe, den wir brauchen. Ich habe eigentlich den Plan, ihn zu einem Waldläufer zu machen, und ich kann auch schon verraten, dass mein Plan eigentlich ist, ihn auf Bogen zu spezialisieren, weil es bestimmt geht bei Waldläufern. Und finde ich eigentlich ganz cool, wenn man in einer Gruppe ist mit einem Waldläufer, den Waldläufer auf Bögen oder Fernkampf zu spezialisieren, weil es kann ja auch Armbrust sein. Und dafür fliegt auf jeden Fall Astarion aus der Gruppe raus, den ich am wenigsten mag, auch vom Kampfstil her und allem ist das nicht so mein Ding. Diese hinterhältigen Angriffe sind zwar ganz cool, aber naja, das war's dann auch schon. Und dementsprechend werden wir auch ihn jetzt mal aus der Gruppe rauskicken. Kalach, bitte, gehst du mal dahin und redest mit ihm? Vielen Dank. Dann werde ich mir direkt mal einen Schluck von meinem Tee gönnen. Ich habe irgendwie das Gefühl, da wird immer weniger in der Tasse, obwohl ich gar nichts draus trinke. Der wird doch nicht so schnell verdunsten. So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. Klinge der Grenzen. Ich glaube, es ist eine. Es ist besser, wenn ihr eine Weile hier im Lager bleibt. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. Bitte bleibt einfach hier. I guess I'll spend my evenings lounging here. Well, you do all the hard work. It sounds awful. Schon gut. Mr. Klinge. Ach Quatsch, der ist ja gar nicht Mr. Klinge. That's right. Hallo, Will. The Blade of Frontiers at your calling. Wer hat euch auf mich angesetzt, Herr Klinge? Ach, sie nennt ihn auch Herr Klinge. Lol, das war gerade nur Spaß von mir. You're not the only one who's had a villain's knife held to your throat, Karlak. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted. And I'll pay my penance. Und ist der blind auf dem Auge oder hat etwas anderes zu heißen? Nicht lange mehr lange, dann werden wir nachts das Lager aufschlagen, der Schleier verschwindet und ich werde büßen, okay. Buße, muss ich mir Gedanken machen? You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Ich würde gerne weiterreden, hallo? Well met. Sag mir, Will, wie kam es, dass ihr zur Klinge der Grenze geworden seid? My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle. But I remember drying the boy's tears after. Was könnte man besseres tun, als ein Leben zu retten? Ihr müsst stolz auf euch gewesen sein. Proud? No. Angry. Angry at the monsters preying on innocence. Angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade. And so I heeded. Habt ihr dabei euer Auge verloren beim Kampf gegen Goblins? It was an even bloodier day and a stronger foe. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. Ah. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. Ich möchte über etwas anderes reden. By all means. Kommt doch in meine Gruppe. That's the spirit. Woo! Stufenaufstieg! Ja, dann können wir uns jetzt erstmal in Ruhe den Hexenmeister anschauen, bevor wir ihn dann zum Waldläufer machen. Der Unhold. Hexenmeister, die im Dienst von Unholden stehen, führen Zerstörerisches im Schilde, absichtlich oder nicht, und erhalten dafür höllischen Segen. Ach, interessant. Das ist wohl auch das, was er da gerade gemeint hat, von wegen, dass er eine Bürde mit sich rumträgt. Er hat nicht wirklich viel Cooles da. Ein Rapier, er hat eigentlich gar nichts Geiles da. Erstmal kurz schauen wir, wie er nackt aussieht.
Okay. Gepolsterte Rüstung. Gesteppter Standard Gambeson. Fängt einiges ab, ist aber ungemein verschwitzt. Lederstiefel. Diese Stiefel sind sauber und gut gepflegt, allerdings fast durchgelaufen. Wills Unterwäsche. Lange mögen sie der Klinge der Grenze dienen. Geschmackvolle Stiefel. Aus zähem, vielgetragenem Leder haben viele Jahre hinter sich und viele vor sich. Wills robuste Kleidung. In seiner gut gelaunten Auftrittsfreude konnte Will nicht widerstehen, die Kleidung einen Hauch Parfüm zu verpassen. Womöglich Eau de Frontier. Reisesack. Einmal Vorratspaket. Alchemiebeutel. Ohne was drin. Das auch nichts. Ja, super leer auf jeden Fall. Müssen wir dann mal schauen, was wir ihm geben. Gelegenheitskraft, menschliche Medizin. Du hast Übung mit Waffen, bei Speeren, Piken, Hillebart und Kleben, sowie Übung mit Rüstung, bei leichten Rüstungen und Schilden. Menschliche Vielseitigkeit, du kannst eine weitere Fertigkeit auswählen, in der du geübt bist. Deine Tragekapazität ist um ein Viertel erhöht. Segen des dunklen Meisters, passives Merkmal. Machst du eine gegnerische Retour zu 0 Trefferpunkte, gewährt dieses Geschenk deines Schutzpatrons dir 4 temporäre Trefferpunkte. Aha. Machst du eine gegnerische Kreatur zu 0 Trefferpunkte? Also dann ist sie tot, oder wie? Ach, keine Kunde. Mit Tieren umgehen. Überlebenskunst. Charisma. Täuschen. Einschüchtern. Überzeugen. Zaubertricks. Schauriger Strahl. Beschwöre ein Strahl knisternder Energie. Klingenbann. Arme von Harder, 2 bis 12 Schaden. Verhindere, dass Ziele Reaktionen ausführen können. Bei Rettungswurf, die Ziele erleiden den halben Schaden, können jedoch Reaktionen ausführen. Klingt ganz geil. Ich glaube, das hat er auch eingesetzt gehabt in dem einen Kampf. Rüstung von Agathys. Erhalte 5 temporäre Trefferpunkte und bewirke 5 Kälteschaden bei jeder Kreatur, die dich mit einem Nahkampfangriff trifft. Das ist ja cool. Hm. Der Unhold. Ja, das war's schon. Okay, dann steigen wir mal auf und schauen, was da jetzt passiert bei ihm. Ich hoffe doch mal, er steigt jetzt auch 2 Stufen aus und ist jetzt auch Stufe 3, wenn wir alle Stufe 3 sind. Klassenmerkmale. Hexenmeister-Zauberplatz erhalten. Eine Hexenmeister-Zauberplatz. 2 Passivwerte erhalten. Schauliche Anrufung. Zauber erhalten. Zauber auswählen. Ja, brennende Hände. Da ist ein bisschen Nahkampf, aber eigentlich ist das mehr Fernkampf. Aber er hat ja auch Rapier, also ist es schon irgendwie Nahkampf. Höllischer Tadel. Hervorrufungszauber des ersten Grades. Reagiere auf den nächsten Angreifer mit Flammen, die 2 bis 20 Feuerschaden bewirken. Verzögert. Bei Rettungswurf das Ziel erleidet dennoch den halben Schaden. Verwünschen. Lass deine Angriffe dem Ziel zusätzlichen 1 bis 6 nekrotischen Schaden zu fügen und das Ziel bei einem Attribut deiner Wahl im Nachteil sein. Wenn das Ziel stirbt, ehe der Zauber endet, kannst du eine weitere Kreatur verwünschen, ohne einen Zauberplatz zu nutzen. Ah, das ist interessant. Das ist so ähnlich wie dieses Mal des Jägers oder was das ist, was er dann wahrscheinlich auch lernt als Waldläufer. Schutz vor Gut und Böse, Hexenpfeil, ist klar. Ja, ich glaube, höllischer Tadel. Reagiere auf den nächsten Angreifer. Ich glaube, ich glaube eh nicht, dass ich den behalte. Schauerliche Anrufungen. Bei deinen Studien des okkulten Wissens hast du unheilvolle Beschwörungsformeln zutage gefördert, die dir anhaltendes magisches Talent verleihen. Qualvoller Strahl. Wenn du eine Kreatur mit schauriger Strahl triffst, addiere deinen Charisma-Modifikator zum Schaden hinzu, es sei denn, er ist negativ. Rüstung der Schatten. Du kannst Magierrüstung auf dich selbst wirken, wenn du willst, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Die Magierrüstung erhöht deine Rüstungsklasse, wenn du keine Rüstung trägst. Tiersprache. Du kannst nach Belieben mit Tieren sprechen, wirken, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Verführerischer Einfluss. Du beschwörst den bezaubernden Charme deines Schutzpatrons und bist in Täuschung und Überzeugung geübt. Du kannst in der Dunkelheit normal sehen, obwohl magisch als auch nicht magisch. Deine Sichtweite beträgt 24 Meter. Teuflische Tatkraft. Du kannst falsches Leben als Zauber des ersten Grades auf dich selbst wirken, wenn du willst, ohne einen Zauberplatz zu nutzen. Falsches Leben gewährt dir 7 temporäre Trefferpunkte. Maske der vielen Gesichter. Du kannst nach Belieben Selbstverkleidung wirken, ohne einen mit den Schatten verschmelzen. Du kannst mit dem Schatten verschmelzen wirken. Zurückdrängender Strahl. Wenn du eine Kreatur mit schauriger Strahl triffst, kannst du sie bis zu 4,5 Meter zurückwerfen. Dieb der 5 Schicksale. Verderben zielt auf bis zu 3 Kreaturen. Sie erhalten einen Malus von auf ihren Hahaha.
Nimm irgendwas, das, ja, ist egal. Ich werde das sowieso nicht machen. Zauber ersetzen. Die Anzahl der Zauber, die du geistig präsent haben kannst, ist begrenzt. Bei Stufenaufstiegen kannst du alte Zauber durch neue ersetzen. Wähle einen Zauber aus, den du kennst, und setze ihn durch einen anderen raus. Ausgewählt, verfügbar. Rein. Keine Ahnung, ich nehme einfach das. Ja, er ist Stufe 3, sehr gut. Paktvorteil. Gelegenheitsangriff. Automatischer Angriff einen Gegner, ja, das ist klar. Qualvoller Strahl, passives Merkmal. Verbesserter Hexenmeisterzauber. Stufe 2. Dolchwolke, Krone des Wahnsinns. Lass einen humanoiden Gegner irre werden und die nächste Kreatur angreifen. Den kennen wir auch schon. Dunkelheit, erzeuge eine Wolke aus magischer Finsternis, die Kreaturen darin komplett verschleiert und blendet. Kreaturen können weder in der Wolke hinein. Ach, das kennen wir auch schon. Fesseln kennen wir. Ich glaube, das sind alles Zauber, die wir zerbersten, kennen wir noch nicht. Fügt allen Kreaturen und Gegnern in der Nähe Schaden zu. Kreaturen aus anorganischem Material wie Stein sind beim Rettungswurf im Nachteil. Ach ne, ich glaube, das kennen wir auch schon. Ja, dann nehmen wir das. Dein Schutzpatron macht dir ein Geschenk für deine treuen Dienste. Wähle einen der folgenden Pakte aus. Pakt der Kette. Du gewinnst einen Vertrauen hinzu, einen Feengeist, der eine Form deiner Wahl annimmt. Es kann ein Tier, ein Teufelchen oder ein Quasit sein. Pakt der Klinge. Du kannst eine Paktwaffe beschwören oder die Waffe, die du trägst, binden, wodurch sie magisch wird. Paktwaffen nutzen den Zauberwirken Attributsmodifikator des Anwenders anstatt Stärke oder Kräftigkeit. Pakt des Folianten. Dein Schutzpatron gewährt dir den Folianten das Buch der Schatten, der dir erlaubt, göttliche Führung, gehässiger Spott und Dornenpeitsche zu wirken. Gehässiger Spott. Beleidige eine Kreatur, sodass sie beim nächsten Angriffswurf im Nachteil ist. Ziehe die Kreatur um 3 Meter zu dir heran. Den Pakt der Kette. Vertrauten finden. Teufelchen, beschwöre einen vertrauten Gestalt eines Teufelchen, das Fliegen unsichtbar wird und Gegner stechen kann. 1 bis 9 Schaden, sticht eine Kreatur. Bewirkt 1 bis 4 Stichschaden und möglicherweise zusätzlich 1 bis 6 Giftschaden. Okay, klingt ganz geil. Quasit, beschwöre einen vertrauten Gestalt und mit Werten eines Quasiten, der unsichtbar wird und Gegner ängstigen kann. Er kann nicht angreifen? 2 Züge. Ich glaube, ich würde eher ein Teufelchen nehmen, oder? Aber ich weiß nicht, wie ein Quasit aussieht. Mal schauen. Beschworener Quasit, aha. Ja, er macht aber, was er will. Also den können wir nicht steuern, oder? Doch, können wir. Okay. Interessant, aber jetzt wird es erst wirklich interessant, weil jetzt werden wir mal zum Waldläufer. Wir speichern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Waldläufer behalten werde. Hexenmeister scheint zwar coole Zauber zu haben und halt auch einfach interessant, weil Hexenmeister anders ist als Magier, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir... Ich glaube, wir haben sogar nur noch reichliche 100 Gold, also wir können es noch einmal machen. Wo ist es? Wo ist unsere Goldanzeige? Gold 0, aber der gehört doch zur Gruppe. Hä? Ach, das wird aufgeteilt? Oh mein Gott. Jetzt muss ich mir also erst Gold holen. Oh. So. Schön, dass er wieder hier steht. Ah. Another. Thy name has been recorded. I shall be here in thy camp,
for whenever thou hast need of my services. Warum helft ihr mir eigentlich? Ja, ich frage alles gleich und er sagt immer das Gleiche wahrscheinlich. Ja. It is not by choice. As thou desire. Das ist der einzige, wo wir jetzt eine Klasse wählen, die ja anders ist, als dass seine Geschichte halt sagt. Bei den anderen, die wir genommen haben, bei den veränderten Klassen, hat das trotzdem noch irgendwie Sinn gemacht. Aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt, ich möchte nicht mit dem Schurken spielen, ich möchte nicht mit einem Hexenmeister spielen. Und mir gefällt aber eher als Typ besser als der Astarion. Deswegen werden wir ihn zum Waldläufer machen. Auch wenn das nicht so ganz zu ihm passt. Magier oder Zauberer würde eher passen. Ich glaube, Magier passt gar nicht so sehr, weil Magier, Zauberer waren es, oder? Genau, die beziehen es aus einer Gabe, also, oder Erbe, die müssten eigentlich so geboren sein, aber naja, was soll's. Waldläufer passt nicht wirklich, nicht durch einen Pakt an einen übermächtigen Schutzpatron gebundenen Hexenmeister erhalten für ihre Treue, bla bla bla, was gibt's denn dafür? Pakte, der Unhold. Aha. Der große alte Hexmeister, die an mythische Wesen aus den fernen Reichen gebunden sind, arbeiten auf unergründliche Ziele hin und eignen sich seltsame Kräfte über Entropie und Geist an. Dissonantes Flüstern, 3 bis 18 Schaden, verängstigt eine Kreatur, sie ist dann bei Attributswürfen und Angriffswürfen im Nachteil und kann sich nicht bewegen. Schon allein einen anderen Pakt zu wählen, passt schon gar nicht mehr zu seiner Geschichte. Todeserinnerung. Wenn dir ein kritischer Treffer gegen eine Kreatur gelingt, müssen die Kreatur sowie Gegner in ihrer Nähe einen Weisheitsrettungswurf bestehen oder sie sind bis zum Ende ihres nächsten Zuges verängstigt. Das klingt jetzt schon viel geiler, dieser große Alte, als der Unhold. Erzfee. Du wurdest von einer Fürstin oder einem Fürst der Feen gesegnet und bist mit allen üppigen oder gruseligen Eigenschaften des außergewöhnlichen Reiches deines Schutzpatrons versehen. Feenfeuer. Alle Ziele im Licht werden sichtbar und Angriffswürfe gegen sie sind im Vorteil. Schlafen. Aktion. Feenausstrahlung. Bezauber oder verängstige Gegner in der Nähe mit betörenden, verstörenden Magie des Fables. Okay. Ja, wie gesagt, machen wir nicht. Wir nehmen Waldläufer. Waldläufer sind unübertroffene Kundschafter, Speer. Achso, was sind denn die Werte? Oh, Stärke 8. Toll. Und der geht mit einem Rapier unterwegs. Nein. Charisma 17. Das ist das Höchste. Weisheit, Intelligenz, Konstitution. Waffen, einfache Waffen, Speere, Piken, Hellebarden, Kleben, aber diese extra Waffen sind, weil er ein Mensch ist. Leichte Rüstung, Schilde, arkane Kunde mit Tieren sprechen, überleben, einschüchtern, überzeugen. Waldläufer, Stärke 12, Geschicklichkeit 17, ja, das ist halt einfach ein Fernkämpfer. Und Geschicklichkeit 17 bedeutet halt auch, wie Schulke, der wird super im Schlösser knacken sein. Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution ist ein Tick schlechter, Intelligenz viel schlechter, Weisheit deutlich besser, also der wird auch wieder in die Richtung Magie gehen. Charisma 10, Paladin, okay. Hat sogar einen Tick mehr Energie. Übung, einfache Waffen, Kriegswaffen, interessant. Speere, Piken, Hellebarden, der war ja wieder, ja, das andere ist klar, aber er ist auch ein Kriegswaffen. Rüstung, leichte Rüstung, mittlere Rüstung, Schilde, Heimlichkeit, Natur, mit Tieren umgehen, Wahrnehmung, Überleben, Überzeugen. Ja, wir nehmen auf jeden Fall Waldläufer. Waldläufer sind übertroffene Kundschafter, Speer und Fährtenleser, die in tiefer Verbindung mit der Natur stehen, um ihre Lieblingsbeute zu jagen. Zielsicherer Schlag. Sei bei deinem nächsten Angriffswurf im Vorteil. 2 Züge. Vertrauten finden. Wie weit geht das? 18 Meter. Vertrauten finden. Beschwöre einen Vertrauten, einen Feengeist, der eine Tiergestalt deiner Wahl annimmt. Okay. Erzfeind. Das Studium von Taktiken und Fähigkeiten bestimmter Kreaturen hat dir eine große Bandbreite an Fähigkeiten verliehen, die in verschiedenen Situationen von Nutzen sind. Kopfgeldjäger. Du bist in Nachforschungen geübt. Kreaturen, die du mit fesselnder Schlag, entweder Fernkampf oder Nahkampf triffst, sind bei Rettungswurf im Nachteil. Hüter des Schleiers. Du bist darauf spezialisiert, Kreaturen von anderen Existenzebenen zu jagen. Du bist in arkaner Kunde geübt und kannst Schutz vor Gut und Bösen wirken. Okay. Erkenne Magie und interagiere im verzauberten Gegenständen. Schütze deine Verbündeten gegen die Angriffe und Kräfte von Aberrationen, celestrischen Elementaren, Feen, bla bla bla. Waldläufer, Ritter, du hast geschworen, einer Krone oder Nation zu dienen und ihre Feinde zu vernichten. Du bist in Geschichte geübt und du bist im Umgang mit schwerer Rüstung geübt. Waldläufer, Ritter, das ist ja interessant.
Wie oft ich in dem Spiel sage, das ist aber interessant. Erinnere dich an deine Vergangenheit, bla bla bla. Schwere Rüstung. Ein Waldlevel mit schwerer Rüstung, das ist wirklich interessant. Geheiligter... Ach so, was ist ein Magiebrecher? Müsste ich vielleicht auch mal lesen. Du hast schon gegen so einige Zauberwürge gekämpft. Du bist nach... Ach so. Du bist nach keiner Kunde geübt und kannst zielsicherer Schlag wirken. Cyberline. Ach so, das ist das, was wir sowieso gerade ausgewählt hatten. Geheiligter Pirscher, du hast geschworen, die Feinde eines heiligen oder druidischen Ordens zu jagen. Du bist in Religion geübt und kannst heilige Flamme wirken. Ah, heilige Flamme ist nicht so krass. Ich weiß nicht, ich glaube, Waldläufer Ritter interessiert mich am ehesten wegen seiner krassen... Moment mal, wir schauen nochmal genau. Kopfgeldjäger. Bist du Nachforschung geübt, Kreaturen, die du mit fesselnder Schlag triffst, sind bei Rettungswurf im Nachteil. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir nicht so richtig mega krass gefällt. Schutz vor Gut und Böse will ich nicht üben. Zielsicherer Schlag wirken. Bis beim nächsten Angriffswurf im Vorteil, ich weiß auch nicht. Waldläufer Ritter, du hast geschworen, eine Krone oder Nation zu dienen. Das passt eigentlich, fällt mir gerade ein, zu seiner Geschichte. Weil er ist ja die Klinge des der Grenze oder dann des Nordens, irgendwie sowas. Ich glaube, da muss ich ja das nehmen. Das passt gut zu seiner Geschichte. Wir haben dann einen Vertrauten mit. Ich brauche auch einfach nicht diese merkwürdigen Zauber, die wir hier dafür bekommen. Ja, ich nehme Waldläufer Ritter, was soll's. Bevorzugtes Gelände. Nach jahrelangen Streifzügen durch die Wildnis hast du ein Gefühl für Tiere entwickelt oder bist in der Lage, in bestimmten Umgebungen zu überleben. Tierbändiger. Du hast eine starke Bindung zu Tieren entwickelt. Du kannst Vertrauten finden, wirken, ohne einen Zauberplatz zu nutzen. Das ist eigentlich ganz cool. Vielleicht mache ich das. Tierbändiger. Städtischer Spurenleser. Du kannst dich besonders in Städten aus und bist in Fingerfertigkeit geübt. Das ist natürlich gut für... Schlösser knacken und den Schärfen von Fallen. Vielleicht mache ich das, weil er uns ja den Schurken ersetzt. Ja, vielleicht mache ich das. Öllandwanderer, Kälte. Du hast schon zahlreiche Tage in trostlosen Tundren verbracht. Du bist gegen Kälteschaden resistent. Tja, wenn man wüsste, was am häufigsten vorkommt, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. Das ist ja ein Raten. Oder worauf man am meisten Bock hat. Also wo man halt sagt, ja, ich will halt einfach nicht gegen Kälte Schaden großartig nehmen. Du hast schon zahlreiche Tage in einer unwirtlichen Wüste verbracht. Du bist gegen Feuerschaden resistent. Du hast schon zahlreiche Tage in stinkenden Sümpfen verbracht. Ist alles ganz geil. Müsst ihr eigentlich alles können als Waldläufer irgendwann. Aber ich glaube, ich nehme städtischer Spurenleser. Das scheint mir taktisch am besten. Attribute werde ich auch nichts verändern. Die machen eigentlich immer Sinn, so wie sie sind. Fertigkeiten. Fingerfertigkeit. Können wir nicht ändern. Heimlichkeit. Ja, der eins mit dem Schatten, das werde ich eh nicht benutzen, aber egal. Nachforschungen, wieso ist denn Nachforschungen ausgewählt? Natur plus 1, ach nee, es ist gar nicht ausgewählt. Natur plus 1, das ist okay, mit Tieren umgehen, Motiv erkennen. Wir werden eh nicht mit dem reden, glaube ich, weil das Charisma von unserer Paladin-Frau ist besser. Wahrnehmung. Überleben. Durch Volk gewährt. Durch Hintergrund geerbt. Ah, okay, durch Klasse gewährt. Athletisch könnten wir noch nehmen, statt... Erkenne Pflanzen und Tiere, umarme Bäume, aber eigentlich... Das haben andere schon gut, aber ein Waldläufer muss natürlich gut in Natur sein. Also da will ich jetzt einfach der Klasse das geben, was für sie normal ist. Eigentlich müsste er noch besser in Natur sein. Schade, dass wir nicht einen Waldelf-Waldläufer haben. Das wäre mir am liebsten. Athletisch, Heimlichkeit, Fingerfertigkeit. Ja, aber das ist einfach ein guter, wie ich mir gedacht habe, ein guter Ersatz für den Schurke. Deswegen werden wir den auch nehmen. Motiv erkennen. Wahrnehmung. Ja, ich glaube, das passt so. Und dann haben wir alles auf dem Level. Ja, bestätigen.
Etwas mehr Energie, das ist schön. Was hat denn er hier noch so? Waldläufer Ritter, genau. Du kannst schwere Rüstung nehmen, städtische Spurenleser. Menschliche Miliz und menschliche Vielseitigkeit. Wähle die dir bekannten Zauber aus der Liste unten aus, dem wirkenden Zauberblätter erforderlich, sofern nicht durch ein Merkmal anders angegeben. Tierfreundschaft. Überzeuge ein Tier, dich nicht anzugreifen. Na, wie oft kämpft man schon gegen Tiere? Die Kreatur darf nur eine Intelligenz von höchstens 3 haben. Naja, das brauchen wir nicht. Wunden heilen ist gar nicht so schlecht. Dann haben wir noch ein bisschen einen Heiler. Fesselnder Schlag, Fernkampf. Dein Angriff beschwört Dornenranken, die dein Ziel möglicherweise fesseln. Bonusaktion und Aktion und ein... Ja, ist interessant. Mal schauen. Nebelwolke blendet Kreaturen darin und verschleiert sie komplett. 10 Züge, 5 Meter. Gute Bären. 4 bis 6. Beschwöre 4 magische Bären in dein Inventar oder das eines Begleiters. Kreaturen, die eine Bär essen, gewinnen 1 bis 4 Trefferpunkte zurück. Die Bären verschwinden nach einer langen Rast. Das ist interessant, weil wir damit ja theoretischerweise sowas wie Tränke herstellen können. Dornenhagel. Die Dornen bewirken Waffenschaden beim Ziel und explodieren dann. Die Explosionen bewirken zusätzlich 1 bis 10 Stichschaden beim Ziel und umstehenden Kreaturen. Und das ist ein Level 1 Zauber, das klingt ziemlich mächtig. Bei Fehlschlag, die Dornen explodieren dennoch. Bei Rettungswurf, die Ziele erleiden dennoch den halben Schaden durch Explosion. Okay, nehmen wir 18 Meter Reichweite. Zeichen des Jägers. Das können wir bekommen, wenn wir diesen Bogen von der einen Frau nehmen, die ja nicht so wichtig ist, weil die jetzt Paladin ist. Das heißt, Zeichen des Jägers müssen wir nicht nehmen. Das nehmen wir einfach über den Bogen. Sprung verbessern. Verdreifacht die Sprungweite einer Kreatur. Krass. Lange Schritte erhöhen die Bewegungsrate einer Kreatur um 3 Meter. Aber es ist halt auch ein Zauber. Mit Tieren sprechen kann schon jemand anderes. Brauchen wir nicht. Ich denke, ich nehme entweder den Heilungszauber... Oder fesselnder Schlag. Geheilt werden musste jetzt nicht so viel. Und wir haben ja schon andere Heilungsmöglichkeiten. Ich glaube, ich nehme fesselnder Schlag, damit mir der Nahkämpfer vielleicht fesseln halt, dass er nicht näher kommen kann, wenn wir das so möchten. Und wir können es ja später auch nochmal ändern. Ich nehme das jetzt erstmal. Kampfstil. Lerne die Spezialisierung einen bestimmten Kampfstil. Bogenschießen. Japp. Du erhältst einen Bonus von plus 2 auf Fernkampfangriffe, also ist es wahrscheinlich auch auf Armbrüste. Verteidigung, du erhältst einen Bonus von plus 1, Duell und Kampf mit 2 Waffen. Nope, wir nehmen auf jeden Fall Bogenschießen. Hat ja auch nicht so viel Energie und ich finde es einfach geil, wenn man einen hat, der auf Bögen spezialisiert ist. Man findet immer mal einen coolen Bogen. Dann nehmen. So, Klassenmerkmale, Spezialisierung verfügbar, ausgebildete Unterklasse Herr der Tiere. Das machen wir dann gleich. Wähle die dir bekannten Zauber aus der Liste unten aus, zum Wirken sind Zauberplätze erforderlich. Ach, wir haben keinen neuen dazugekommen, sondern... Also, ich sehe jetzt keinen, sondern wir können jetzt einfach einen extra dazu nehmen. Na, dann nehmen wir den Heilungszauber, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die guten Bären brauchen unbedingt. Die heilen ja nur 4. Also wir müssen ja, wir können ja nur eine Bäre auf einmal essen. Die heilen maximal 4. Wie gesagt, den bekommen wir eh durch den Bogen. Nebelwolke, so viel passiven Quatsch setze ich sowieso nicht ein. Wir nehmen Wunden heilen. Herr der Tiere, du hast ein intelligentes Band zu einer mächtigen Bestie, die dir inner und außerhalb von Kämpfen helfen kann. Begleiter des Waldläufers, erhalte einen Tiergefährten, der dich auf deinen Abenteuern begleitet und an deiner Seite kämpft. Das ist cool. Ich glaube, das nehme ich. Es sei denn, das andere ist noch krasser. Düsterpirscher. Du tauchst für ein grausiges Geschenk aus Dunkelheit und Schatten auf und machst deine Gegner nieder, ehe sie auch nur schreien können. Ach nein, ich habe keinen Bock auf so ein Schleichzeug. Unterklassenmerkmale. Lauerer des Schreckens. Du bist darauf spezialisiert, Gegner rasch und rücksichtslos auszuschalten. Du erhältst einen Bonus von plus 3 auf Initiative. In der ersten Kampfrunde ist deine Bewegungsrate um 3 erhöht und du kannst einen Angriff ausführen, der tödlich 1,8 Schaden bewirkt. Okay, das ist eigentlich ziemlich krass. Überlegene Dunkelsicht, kann in der Dunkelheit bis zu 25 Meter weit sehen, ist egal. Aktion, Lauerer des Schreckens. Verstecken, verstecke dich durch erfolgreiche Heimlichkeitswürfe vor Gegnern. Bleib im Dunkeln, vermeide gegnerische Sichtlinie. Wenn du angreifst oder Zauber wirkst, verrätst du deine Position. Na, Schattenschleier, hülle dich in Schatten, um unsichtbar zu werden, wenn du verschleiert bist. Nein. Selbstverkleidung, ja, wie gesagt, ich mochte das noch nie. Ich mochte noch nie dieses Rumgeschleiche und halt so diese klassische Schurkenklasse und diese Schurkenaktion, das mochte ich noch nie.
Jäger! Jäger suchen sich die gefährlichste Beute in Feron, von uralten Drachen bis hin zu riesigen Horden von Untoten. Sie sind in der Lage, alle zu bezwingen. Passivwerke, Beute des Jägers. Ja, wie gesagt, eigentlich auf Pfeil und Bogen gehen, und das scheint wohl in die Richtung zu gehen. Was können wir denn da lernen? Beute. Du bist darauf spezialisiert, gegen bestimmte Gefahren zu kämpfen. Wähle eine der folgenden Merkmale aus. Kolossschlechter. Einmal pro Zug verursacht dein Angriff mit einer Waffe zusätzlich bis zu 8 Schaden, wenn das Ziel weniger Trefferpunkte als sein Maximum besitzt. Einmal pro Zug. Pro Zug? Also jedes Mal, wenn ich angreife und derjenige hat weniger Trefferpunkte als sein Maximum, mache ich mehr Schaden. Das klingt sehr, sehr geil. Ich muss aber zugeben, dass ich auch Bock auf einen tierischen Begleiter hätte, aber das ist ja auch wieder fast mehr so in die Richtung Druide gehend. Wir werden auch irgendwann noch eine Druidin, glaube ich, bekommen als Begleiterin, aber die wird nicht in die Gruppe reinfinden, tut mir leid, weil die 4, die ich dann habe, die gefallen mir eigentlich gut. Ja, Herr der Tiere ist eigentlich auch cool, aber ich glaube, ich will halt wirklich mich maximal auf diese Bogen spezialisieren. Und da müssen wir sowas wohl nehmen. Riesentöter. Wenn dich eine Kreatur von mindestens großer Größe angreift, kannst du deine Reaktion einsetzen, um einen Nahkampfangriff auszuführen. Voraussetzung, du musst die Kreatur sehen können und sie muss sich innerhalb von 1,5 Metern von dir befinden. Da wir auf Fernkampf gehen, also Bögen, macht das gar keinen Sinn. Hordenbrecher. Ziele auf 2 Kreaturen, die eng beieinander stehen, um sie in rascher Folge anzugreifen. Aber geht das mit Fernkampfangriff genau wie mit Nahkampfangriff? Ich glaube, das hier ist am sinnvollsten, oder? Einmal pro Zug verursacht ein Angriff mit einer Waffe zusätzlich bis zu 8 Schaden, wenn das Ziel weniger Trefferpunkte als der Maximum besitzt. Das ist halt sehr schnell so. Nach dem ersten Spielzug ist es normalerweise so, dass die nicht mehr volle Energie haben und dann können wir schon mehr Schaden machen aus der Ferne. Ich glaube, ich nehme Koloss schlechter. Nochmal ganz kurz überlegen. Herr der Tiere. Wäre meine zweite Überlegung, aber nein, das auf gar keinen Fall. Und hier ist nur die Frage, Hordenbrecher oder Kolossschlechter. Aber Kolossschlechter... Ach, Moment, hier. Es geht also auch... Ziele auf 2 Kreaturen, die nah beieinander stehen. Schieße auf die erste Kreatur, du hältst einen Freischuss auf die zweite. Jetzt muss ich nachdenken. Ich glaube aber trotzdem, dass Kolossschlechter besser ist, weil das wird quasi immer passieren. In jedem Kampf, logischerweise, würde es Kreaturen geben, die keine volle Energie haben, wo wir mehr Schaden machen. Ich weiß nicht, wie nah die zusammenstehen müssen hier, aber die werden wahrscheinlich ziemlich nah zusammenstehen müssen. Das wird also viel, viel seltener Relevanz haben. Viel, viel seltener. Und deswegen nehmen wir Kolossschlechter. Zauber ersetzen. Ändern. Nein, danke. Ich will nur kurz schauen, was wir dafür reinnehmen könnten. Nö. So, wir nehmen nichts rein und nichts raus. Annehmen. Und dann bekommt er jetzt den coolen Bogen von Schattenherz. Mensch, ich hätte sie gar nicht auswählen müssen. Wir machen das so. Gut. Ja, Kurzbogen. Natürlich bekommt das unser... Freund. Er hat jetzt Zeichen des Jägers. Super geil. Erkenntniszauber des ersten Grades. Waffenverzauberung plus 1. Du bist Gegner mit des Monstertyps im Vorteil. Monsterfäller. Du bist bei Gegnern des Monstertyps im Vorteil. Was bedeutet das genau, Vorteil? Steigere deinen Erfolgsschaden. Würfel mit 2 Würfeln und verwende den höheren Wert. Ach ja, genau. Gut. 5 bis 10 Schaden. Hat sie da weniger Schaden gemacht? Ja, genau. 3 bis 8, 5 bis 10. Weil wir müssen ja mehr Schaden machen, weil wir ja auf Bögen spezialisiert sind. Sehr gut. Dieser, und da steht es auch, dieser biegsame, stabile Kurzbogen wurde mit der ernsten Magie eines Waldläufers versehen. Wenn man mit den Fingern über das glatte Holz streicht, spürt man die Ernsthaftigkeit darin wie einen Geist. Mit Sicherheit klingt es auf Englisch geiler, das passt ja nicht so richtig mit dieser Ernsthaftigkeit, aber es ist egal. So, fein, fein, fein. Und jetzt verteilen wir mal die Tränke.
1, 1, 5, das heißt. Nein. Hallo. Er braucht wahrscheinlich nicht so viel. Sie bekommt noch einen. Sie bekommt einen. Dann habe ich noch 3. Er bekommt einen. Er kann ja auch heilen. Und er behält 2. Genau. So. So. Gut, noch irgendwas? Er hat dieses Rapier, er wird sowieso so gut wie nie in den Nahkampf gehen. Das möchte ich nicht mit ihm. Da fällt mir gerade ein, hat jetzt... Ah, wir müssen mal in das Inventar der anderen Leute, die nicht mitgehen. Weil das liegt ja jetzt alles bei denen, fällt mir gerade ein. Das machen wir mal noch gleich. So, noch irgendwas? Weil er hat da jetzt auch nichts zum Werfen, was manchmal vielleicht cool ist. Oder eine Giftflasche. Einfaches Gift. Das ist okay, das kann sie behalten. So. Wyvern-Gift kann sie auch behalten. Eigentlich alle besonderen Pfeile bekommt natürlich unser Pfeilemann. So, Schriftrolle brennende Hände, das ist genau richtig für sie. Schriftrolle Gedanken wahrnehmen, Schriftrolle schmieren, das ist alles egal. Was hatte er noch? Schriftrolle Hexenpfeil, das kann er auch von mir aus behalten, das ist mir egal. Der Bogen ist schlechter natürlich. Schriftrolle Nebelschritt, umgeben von Silbrigen, ja, das ist auch egal. Den du sehen kannst. Wobei, nee, da ist der Fernkämpfer, da will ja auch mal weg. Elixier der Feuerresistenz, das ist egal. Ölflasche, wir haben keinen Feuerpfeil. Ja, das kann er behalten von mir aus. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles Relevante. Sie ist sowieso auf Nahkampf spezialisiert mit Einhandwaffen. Sie kann alles nehmen. Er ist ein Magier. Oh, ich habe so Bock auf die Gruppe. Ich habe so Bock auf den nächsten Kampf, Freunde. Jetzt müssen wir mal kurz jemanden rauskicken aus der Gruppe und dann die anderen beiden reinnehmen und die das Inventar werden. Das ist ja sonst verschwendet. Das macht Will, der versteht das schon. Are you sure? The blade stands at the ready. And just when things were warming up. Keine Angst, Will, wir kommen gleich wieder. Ich will nur schnell die beiden rausschmeißen. Die beiden reinnehmen, die. Wir reden mal mit ihr, aber wir haben, glaube ich, nichts zu sagen. Something the matter. Ja. So, dann nehmen wir sie schnell rein. Listen. Speak. It is done. Naja, Stufenaufstieg ist komplett egal, weil wir sowieso nichts mit ihr machen. Ich will nur das Inventar von ihr haben. Schriftrolle wiederbeleben, das braucht sie nicht. Sie haben es lustigerweise noch nie benutzt, aber geben wir jetzt erstmal ihm. Dann 2 Heiltränke braucht sie natürlich auch nicht. Geben wir ihr. Krummsäbel und Kurzbogen. Ich weiß nicht, ich glaube die Waffen, ich will sie jetzt nicht komplett entkleiden. Hat mir sie eigentlich schon mal nackt gesehen? Ich glaube schon, ne? Ja. Also ich will die jetzt eigentlich nicht hier alles wegnehmen und wieder nackt rumlaufen lassen. Die können schon ihre Ausrüstungsgegenstände behalten. So, dann haben wir von ihr alles. Dann musst du leider auch direkt wieder hier bleiben. Believe you can survive without me. Natürlich. As you say, do not keep me waiting. Wir haben doch nur schon uns gut gemausert und ich glaube, wir sind jetzt erstens natürlich stärker alle, zweitens ist unsere Gruppe viel, viel besser abgestimmt aufeinander. Hey. Also ich glaube, die nächsten Kämpfe werden cool. Schauen wir mal. Auch krass, wie viele Zauber die hat, ey, das ist so geil. You're staring at me again. What do you want?
Ich muss aber zugeben, ich mag den Astarion zwar nicht, aber der hat was. Es ist einfach gut gespielt. Auch die sprachliche Komponente, geil. Darling, I thought you'd never ask. Lead on. Aber der ist halt immer so ironisch. Man weiß nie, ob er irgendwas ernst meint. 501 Erfahrungspunkte. Ach so, anscheinend leveln die hier alle immer so auf, dass es gleich ist. Aber der war ja bis gerade eben noch in der Gruppe, deswegen ein bisschen merkwürdig. So, der hat halt richtig viel. So. Ich glaube, Lagervorräte werden automatisch, oder? Hat Lagervorräte automatisch von allen genutzt? Ich glaube schon, ich lasse das einfach. Die Schlüssel werden wir wahrscheinlich nie wieder brauchen, aber egal, ist sicher sicher. So, Pfeil der Säure, die ganzen Pfeile bekommt dann natürlich unser Fernkämpfer. Die Tränke erstmal hier hin, Trank der Geschwindigkeit. Trank des Federfalls. Gott, hat er viel. Moment, ich glaube, ich kann... Wie kann ich mehreres auswählen? Ich glaube so... Rusiger Schlüssel. Warum ist denn da nicht in dem Schlüsselbund drin? Okay. So... So, Kerze natürlich auch. Rapier plus 1, Rapier plus 1. Ja, das ist natürlich Quatsch, dass er das Rapier plus 1 hat. Das macht gar keinen Sinn. Den können wir auch dem Waldläufer dann geben, wenn er mal in den Nahkampf kommt. Und du bekommst dafür einfach Zweihandaxt, großer Knüppel. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ah, Mist, haben wir noch irgendeine Waffe, die wir ihm geben können? Ach, hier. Krummsäbel. Deine mangelnde Übung bedeutet, dass du weder Angriffswürfe mit dieser Waffe deinen Übungsbonus hinzufügen, noch die... Ah, okay, sorry, sorry. Dann nimm doch... Haben wir noch irgendeine Waffe, die du verwenden kannst? Dann wird er nicht auf zwei Handwaffen gehen können. Doch. Okay, dann nimm die. Was soll's. Ich glaube, damit haben wir alles. Wie gesagt, die Lagervorräte, bin ich mir recht sicher, dass es keine Rolle spielt, wo die liegen. You again. Oh, darling, I'm hurt. It sounds... So. Dann jetzt Will wieder rein. Well met. That's the spirit. Dann bekommt er jetzt den ganzen Spaß. Und zwar dieses Rapier. Where am I needed? 5 bis 12, Waffenverzauberung plus 1, ja genau. Das bekommt er natürlich. Wir wollen aber hauptsächlich mit dem Bogen kämpfen. Dann bekommt er natürlich auch... Warum hat die denn nur 2? Ich dachte, die hätte... Na, ist egal. Sie bekommt... 2. Und... Er bekommt 1. Und er... So... Was hatten wir hier noch? Aha, bla bla bla, bliblu blibla blu... Dann die ganzen Pfeile bekommt er. Den Trank. Reisesöck. Schriftrolle. Gedanken wahrnehmen. Schmieren. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Er bekommt die Fackel. Der Bogen ist schlechter, logischerweise. Ölflasche. Ich glaube, das wird auch eher er einsetzen. Das haben wir auch 5-mal. Wobei, die können wir eigentlich einmal bei ihm lassen.
Wir können eigentlich jeden einmal so eine Ölflasche geben, weil wir haben sie eh noch nie eingesetzt und vielleicht sind wir mal in einer Situation, wo wir sie einsetzen wollen und dann hat genau die Person, die sie gut benutzen könnte, nicht. Das wäre natürlich auch blöd. Okay, dann Diebeswerkzeug. Er wird ja jetzt unser indirekter Dieb. Das kann der nehmen. Ölflasche. Ätzende Knolle. Trank des Federfalls. Entschärfen. Das ist egal. Seil. Er. Stachelige Knolle werden wir wahrscheinlich auch einfach verkaufen können. Benutzen wir eh nie. Rauchpulverbombe. Färbemittel grün ist egal. Wobei es wäre natürlich interessant zu wissen, wie das aussieht, wenn das grün ist. Aber ich will das jetzt nicht machen. Schriftrolle. Sengender Strahl. Ja, das macht viel Schaden und er kann das auch so. Das geben wir ihm auch. Gut. Jetzt. Wo kann ich denn hier sortieren? Geht das nur im Einzelmenü? Anscheinend geht das nur im Einzelmenü. Hey, good looking. Sortieren nach Typ. Sortieren nach Typ. Defender of the people. So. Krass, wie viele extra Sachen hat denn der? Das sind aber auch alles Sachen, die er so benutzen kann. Trank des Federfalls. Ja, warum nicht? Haben wir gar nicht genügend Platz, um alles zu sehen. Trank des Federfalls werde ich sowieso so nicht benutzen. Wieso kann ich das hier nicht rausziehen? Ach so, weil es gelockt ist. So. Okay, ich glaube, damit haben wir es. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Hoffe ich doch. Jetzt schaue ich nochmal. Moment, jetzt schaue ich nochmal. Wo war denn das? War das... Oh? Nee, wo war denn das, wo man... Tagebuch, Karte, Ping. Das war im Tagebuch mit drin. Genau, Karte, Tagebuch, Inspiration. So, Volksheld, genau, Volksheld, das passt auch gut zu einem Waldläufer, finde ich. Du bist ein Held des einfachen Volkes, der Tyrannen und Monster herausfordert, um die Hilflosen zu beschützen. Rettest du Unschuldige aus Gefahr, so wird deine Legende wachsen. Sehr gut. Dann schauen wir nochmal bei Weiser. Du bist neugierig, Sonderling, du bist in der Wildnis aufgewachsen und kannst überleben. Inspirierende Ereignisse, keine Ahnung, was da passieren soll. Du hast dein Leben im Tempel verbracht, heilige Riten erlernt und deinen Göttern Opfer dargebracht. Dienst du ihnen und entdeckst ihre heiligen Werke, so wirst du wahre Größe erlangen. Okay. Ja, das passt. Moment, was war da noch? Was war da noch? Was war da noch? Inspiration, Dialog, Tutorials. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ich will noch mal schnell schauen, ob es sich lohnt, bei ihm irgendeinen Zauber zu lernen. Gedanken wahrnehmen, kostet 100. Nebelschritt ist egal. Noch nicht erlernt. Ich glaube fast, Gedanken wahrnehmen möchte ich dauerhaft haben. Und wenn ich mich recht entsinne, hat das niemand als Zauber, oder? Gibt einfach Situationen, wo das sinnvoll war mit dem Gedanken wahrnehmen. Aber ich kann es ja auch kaufen, wenn ich in einer Situation bin, wo ich weiß, dass ich dann diese Gedanken wahrnehmen auch einsetzen möchte. Da brauche ich jetzt nicht 100 ausgeben. Gut, dann speichern wir hier mal, machen beim nächsten Mal weiter. Wieder ultra lange Folge, aber das machen wir ja die ganze Zeit bei Baldur's Gate. Und wenn ich hier nicht irgendwie eine Action-Folge habe, dann mache ich das immer so. Eure Entscheidung, ob ihr es bis zum Ende anschaut oder nicht. Gut, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.